Ja, wir sind natürlich als Segler. Möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und mich ganz herzlich bei der Regattaleitung, bei den vielen Helfern zu bedanken, die heute Großartiges geleistet haben, glaube ich. Der Armbruch war leider nicht zu verhindern und dem Segler wünschen wir alles Gute, dass alles schnell wieder zusammenhält, dass er bald wieder auf dem Boot sein kann. Aber der Regattaleitung auch nochmal alles erdenklich Gute für die nächsten Tage und vielen Dank für den heutigen Einsatz. Ich möchte euch ganz kurz nochmal unsere Wettkampfleiterin, Frau Ellen Neumann, vorstellen. Habt ihr draußen schon gesehen in Aktion. Ellen wird also die Regatta leiten bei dieser Veranstaltung. Unsere Hauptschiedsrichter, Gode Sewicke, Gode, hier zur linken Seite. Es sind heute einige Proteste eingegangen, wie ich gehört habe, aber die werden wir wohl erst alle morgen früh verhandeln. Könnt ihr aber auch teilen mit euren Kollegen? Ja, machen wir doch. Für alle. Sekt für alle. Würde ich sagen, ja, genau. Die zweite Wettfahrt des heutigen Tages haben gewonnen Max Lutz und Bernhard Arnheim. Kommt nach vorne. Und wir haben noch ein Geburtstagskind unter uns. Arne Seemann ist heute Dieter. Alles haben wir gesagt. Das Buffet ist eröffnet. Ich kann euch nur den Ratschlag geben, lang zu, morgen ist wieder eine stramme 5 angesagt.